Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass diese Pressekonferenz hier bei uns stattfindet. Danke. Mit Erich Benninger und der Volkshilfe verbindet uns eine mehrjährige, sehr fruchtbare, wage ich zu sagen, Zusammenarbeit. Wir stellen immer wieder fest, dass unsere Perspektiven auf bestimmte Ereignisse in der Gesellschaft, Prozesse, uns sich sehr ähneln. Das heißt, wir haben beide, unsere Analysen decken sich und auch unsere Lust, damit umzugehen, auf unsere uns eigene Art und Weise. So, auch diesmal, lassen Sie sich das genau erklären, die gerade erst groß gefeierte Erste Republik und damit die Demokratie in Österreich war erst wenige Jahre alt, als sie schon wieder an der Kippe stand. Es folgten Autofaschismus und Nationalsozialismus. Man muss bei vielem, was derzeit in Europa geschieht, daran denken, wie zerbrechlich Demokratien sind und immer waren. Zu Beginn der Spielzeit feierten wir die Premiere des Theaterprojektes Verteidigung der Demokratie von Christina Eder und Komponistin und Musikerin Eva Jancic Gustav. Dieser Stücktitel ist die Überschrift eines Essays von Hans Kelsen aus dem Jahr 1931, also von dem Mann, der die österreichische Verfassung geschrieben hat und ins Exil getrieben wurde. Und dieser Titel ist auch eine Botschaft, durch die sich die Künstler und Künstlerinnen und das Theater mit dem Demo-Aufstehen gegen Rassismus verbinden. Demokratie versteht sich nicht von selbst und ist nicht einfach da. Sie will immer wieder neu erkämpft werden und verteidigt werden. Auch schwierige Argumente sind dafür notwendig, auch kritische Selbstbefragung. Wir wollen, dass diese Argumente eine Bühne haben, bei uns im Haus, aber auch im öffentlichen Raum. Wenn die Demo am Samstag bei uns am Volkstheater vorbeizieht, macht sich hier kurz Station. Der Ensemble-Schauspieler Christoph Rottenbuchner, der auch in unserem Theaterstück Hans Kelsen seine Stimme leiht, wird von Balkon aus die Texte aus dieser Inszenierung präsentieren. Zu hören ist das Stärkste, was über Demokratie in Österreich geschrieben worden ist, Zeugnisse, wie Hans Kelsen gekämpft hat und das demokratische Ideal. In diesem Sinne sind wir stolz, am Samstag eine Station für diese Demonstration hier zu sein. Und jetzt gebe ich kurz Wort an Erich.